Recording in Progress. Aufzeichnung läuft. Ich darf hier wie üblich mal wieder den Bernhard P. Wirth begrüßen. Bernhard, ich grüße dich. Ich dich auch, lieber Michael. Wie geht's dir? Mir geht es gut. Ich bin heute entspannt, weil nach unserem Gespräch habe ich noch mal frei für 4 Stunden und heute Abend ist Bibelkurs. Das ist gut. Ich gehe jetzt gleich wieder Bretter schleppen, weil ich bin am Schuften. Ja. Ich werde hier ja richtig gestriezt. Ja? Ich habe das Gefühl, ich bin wieder Lehrling. Ja, so wie es jeder gerne möchte. So wie man es braucht. Ne? Man sucht sich das ja auch raus. Ja, wir haben interessante Zeit. Wir haben heute den 22. März. Das ist für mich jetzt privat erstmal ein schönes Datum. Dort hat sich vor ein paar Jahren was ereignet. Und gleichzeitig haben wir gestern den 21. März gehabt. Und am Montag war praktisch Tag und Nachtgleiche. Und genau. Das ist etwas, das also verstehe ich immer im Sinne der, das Ende der Dunkelheit und der Beginn des Lichts. Ja, also so kann man das ja ein Stück weit sagen. Die Herrschaft des Lichts beginnt wieder. Ja? Und das war Montagabend, 22.24 Uhr, dann war das dieses Jahr, glaube ich. Und Dienstag war dann praktisch der erste Tag im Licht. Und ja, für uns kann man sagen, ist das Neujahr. Ja, genau. Habe ich auch gestern eigentlich gesagt, dass ich heute Neujahr feiere. Ja. Wenn wir es biblisch nehmen oder wenn wir es die ursprüngliche Astrologie, nicht die heutige, dann haben wir ja gestern, also vorgestern 2224, 0 Grad Widerstellung in der Astrologie. Ja. Und jetzt geht das Ganze wieder nach oben. Nach oben, genau. So ist das. Die Tage sind jetzt länger als die Nächte. Und das ist genau der Punkt, um den es mir auch geht. Wir haben dem nächsten tolles Treffen vor uns. Volition steht genau an am 14.04. Genau. Und da steht auch, dein Wille kristallisiert das Jetzt. Das ist der Slogan, den wir da seit Anbeginn der Veranstaltung, dieser Versammlung dort benutzen. Und gerade die Kristallisation ist ja etwas, was auch mit Licht zu tun hat, nicht wahr? Genau. Das Auskristallisieren von etwas, wie auch aus dem Ursprung heraus ein Abbild von dem, was im Ursprung ist, wenn wir jetzt kabbalistisch hineindenken, wird was auskristallisiert, was bereits oben zu Hause ist und hier bis hier rein in unsere Welt eine Auskristallisierung erfahren hat, die am Ende Materie ist. Manifestation. Genau. Und Manifestation, das ist etwas, da haben wir auch manisch, da ist was mit den Händen drin. Das hat was auch mit der Nutzung des Körpers zu tun. Und ich darf nur sagen, ich freue mich total auf den 14. April, wenn wir um 14 Uhr die Pforten öffnen und dann diese Veranstaltung wieder über die Bühne ziehen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir dort wieder ein grandioses Spektakel an Vorträgen erwarten dürfen. Unter anderem bist natürlich auch du dabei. Was genau wirst du nochmal besprechen? Was wirst du vortragen diesmal? Wir werden über die 1-4-Verbindung sprechen, über die 1-4-Verbindung sprechen, über die 1-4-Verbindung sprechen. Das ist Nein, jetzt mal. Du hast was vergessen. Du wolltest über die 1-4-Verbindung sprechen. Genau. Ja, wirklich, weil es geht ja darum in unserer Zeit, dass Menschen wirklich wieder zu sich selber finden mögen. Die, die in der Lage sind, zu sich selber zu finden, wir haben ja die Situation zu erlösen, dass hier in unserer Welt zur Stunde immer noch sehr viele Schettin spazieren gehen, sehr viele Menschen in Gefangenschaft geraten sind durch sie, in Knechtschaft geraten sind, missbraucht werden im wahrsten Sinne des Wortes, was ihr ursprünglicher Sinn wäre. Und dann haben wir ja noch die Herrschaften unterwegs, die normalerweise eine Seele hatten, eine untere Seele hatten. Die obere Seele hat dann einige Jahre zugeschaut und meinte, was die untere Seele hier erlebt, da verabschieden wir uns wieder. Und die zieht sich ja dann auch zurück nach dem alten Wissen. Und die leben dann ausschließlich mit ihrer Triebseele hier weiter, dass der Körper weiter aufrechterhalten wird. Und ja, darum wird es gehen. So, jetzt mal zu dir. Du hast ja immer
die Führung in den einzelnen Gesprächen gehabt. Und vielleicht bist du auch ein bisschen zu kurz gekommen, in Überrascht Anführungszeichen. mich gerade, ja, aber das ist ja der Hammer. Okay. Zu kurz gekommen, was du denn bei der Veranstaltung machst, was du für Hatte Inhalte ich hast. überhaupt nicht auf dem Schirm dazu, also Ja, echt. so muss es sein. Okay, was ich mache. Ja. Ja, also Wir haben ich Zeit, Michael, wir haben Zeit. ja, das weiß ich. Du sprichst das Thema ja schon an. Ja. Also ich werde definitiv über die Wasserwelt sprechen. Und Ja. ich habe es in den Referentenvideos ab und zu mal schon angekündigt. Da geht es nicht darum, wie man jetzt Wasser trinkt oder was das beste Wasser ist, sondern es Ja. geht darum, dass es ein Erklärungsversuch ist für diese materielle Welt, in der wir uns gerade befinden. Ja? Und ich denke, dass Ja. man das mit dem Wasserbegriff sehr, sehr gut umschreiben kann. Ich habe die Quellen aus Friedrich Weinreb, ganz klar. Ja. Dann natürlich auch systemische Ansichten, die immer wieder Bezüge zum Wasser darstellen und wie man auch feststellen kann, dass systemische Prozesse teilweise ins Wasser definiert worden sind, sodass man denkt, naja, man denkt sich eigentlich nichts dabei, aber irgendwie ist es dann doch der Bezug da. Dann geht es auch Ja. darum, mit Informationen, was Wasser letztendlich ist. Ja, ich versuche dort einen Weg zu finden in das Kollektiv hinein und bin ganz fest davon überzeugt, dass das mit Wasser zu tun hat. Ja. Und ist ein Erklärungsversuch und ich bin mir sicher, dass das sehr, sehr spannend ist. Ich habe den Vortrag am Schluss diesmal, also ich darf am längsten auf der Veranstaltung bleiben. Ja. Und ich habe das schon im Kopf, geschrieben habe ich noch nichts, aber werde mich die nächsten Tage dran machen, das in Form zu bringen. Und da, ja, geht es einfach auch darum, diesen Erwachensprozess auch, ich sage mal, mit dem Interesse auf Elemente zu lenken, die man vielleicht so noch nicht so betrachtet hat, wie sie vielleicht tatsächlich sind. Ja, vielleicht hier ein Bild. Wasser macht ja bei uns der Uwe. Ja. Und mit dem habe ich vor kurzem gesprochen. Reines Wasser, aber bitte jetzt nicht nachfragen. Reines Wasser ist 1,4. Ja. Also auch wieder die 1,4-Verbindung. Reines Wasser. Alles, was nicht mehr rein ist, ist nicht mehr 1,4-Verbindung. Das ist die Entsprechung dazu, das ist richtig. Da gibt es eine Beziehung dazu, wobei O, H2O, ja, H2, ja, und O, Ja. chemische Formel, auch diese Viererverbindung drin hat. O hat den Wert 16, soweit ich weiß, den Atomwert. Ist 4 mal 4, ne? Und Ja. die 2 ist 2 mal 1. Also hast du auch diesen Bezug Genau. drin. Ja? Also von daher gibt es dort Beziehungen und das ist nichts von ungefähr. Und ich darf sagen, Ja. dass gerade mit dir, auch die Gespräche mit dir, diese 1-4-Verbindung dann. Ich sage es jetzt mal so, wir gehen ja immer perspektivisch auch ein Stück weit dran, dass wir das aus unterschiedlichen Perspektiven Genau. beleuchten. Das ist so dermaßen vielseitig und so weit anwendbar, dass es eigentlich kein Zufall sein kann, dass es dieses Prinzip tatsächlich auch gibt. Genau. Was wünschst du dir, was die Teilnehmer von deinem Vortrag mitnehmen? Sorgfältigkeit. Sorgfältigkeit im Sinne von, welche Informationen gebe ich einen Wert? Ja, Ja. und ich bin mir ganz sicher, dass wir mit diesem Körper, der auch eine Ja. Art Resonanzkörper, Schwingungskörper ist, die Ja. Fähigkeit haben, Informationen nicht nur über Sprache zu senden, sondern ich bin felsenfest der Meinung, dass das eben auch mit unserem Zustand was zu tun hat, dass wir ja mit der Mimik senden können. Und da wir ja eh schon diesen Ansatz haben, dass in uns drin Licht ist, ja, gehe ich einfach da mal von aus, dass dieses Licht auch Fähigkeiten hat der Manifestation, deswegen die Kristallisation. Und ich glaube, dass es einen Prozess gibt, den du nutzen kannst, um Wasser zu informieren mit deinem Körper. Ja, ich hatte jetzt gerade noch den Gedanken bei dem Wort Sprache, Worte. Gott sprach und es ward. Ja, genau. Und unser Sprechen ist eine Auskristallisierung der ursprünglichen Sprache. Jetzt wären wir auch wieder bei Urhebräisch. Ja. So, ja. Und gerade dieses Sprechen, ja, also ich habe ja das mit der Sprache und Form beim letzten Mal gehabt, ja, dass Sprache oder das Nutzen von Sprache ein Beweis dafür ist, dass man in beiden Welten gegenwärtig ist, ja. Das ist für mich schon ein Hinweis darauf, dass hier viel, viel, viel mehr
energetische Prozesse am Laufen sind. Ich möchte gar nicht die Worte Esoterie oder Spiritualität benutzen, die sind für mich so dermaßen abgedroschen und ja, Genau, genau. Ja, ja, ja. das klingt so wie Tempotaschentuch. Ja. Das ist für mich einfach, ja, vielleicht muss man einfach einen neuen Begriff dafür erfinden. Ich weiß es nicht. Vielleicht fällt mir bis dahin einer ein. Ja, ich denke häufig und formuliere es ja auch manchmal, manche Worte sind sehr verbraucht. Ja, genau. Ja, verbraucht. Dort, wo sie in Wirklichkeit nicht mehr hingehören. So ist das, ja. Oder sie sind in der Bedeutung so dermaßen umgedreht, dass die Ursprünglichkeit des Wortes nicht mehr transportiert wird. Das ist auch der Fall. Genau. So, zu Wasser fällt mir noch ein. Neues Testament, neuer Bund. Jesus, bitte alle Symbolik Ja, verstehen, ja. gell? Nicht hineinschleudern jetzt in irgendwelche geschichtliche Abläufe, sondern als Symbolik. Er hatte ja Fischer als Jünger. Genau. Genau, Einen. jetzt muss man es rational sehen, war unklug. Er hätte sich einen Maurer holen sollen, War einen das Simon? Wie Fliesenleger holen hieß der? sollen, Simon? einen Zimmermann holen sollen. Ja. Dann hätte er wenigstens sein Haus gehabt. Also, das war jetzt wieder Der Zimmermann rational. war ja selber, oder? Na, das war der Baba. Ach so, ja, ein Zimmermanns Sohn, Baba genau. war Zimmermann. Das hängt dann auch mit den Behauen des Steines zusammen. Aus dem Kronstein wird ein behauener Stein, wenn wir in andere Traditionen hineindenken. Da ist mit einer Symbolik zu Hause, nur mal so nebenbei. Ja, es ist so. Ja, klar. Ja, und Wenn man es einmal gecheckt hat, dann ist es sehr, sehr schwer, wieder in irgendwelche Gedankenmuster zu verfallen. Verstehst du mich? ja, ich verstehe das. Und die Menschen werden biblisch gesehen, symbolisch gesehen, sind die Fische. Und die müssen aus dem Wasser gezogen werden, nämlich hinübergezogen werden in die 1-4-Verbindung. Weil das Wasser ist nur die 4. Die müssen rausgezogen werden, aus dem Wasser. Hier wären wir bitte auch bei der Taufe, wenn wir es noch ernst nehmen würden. Ja. Früher war die Taufe, da wurden die Kinder ganz ins Wasser und raus wieder. Nämlich aus dem Wasser gezogen, aus der 4 gezogen. Das ist wie die zweite Geburt, weil bei der Geburt wirst du ja auch aus dem Wasser heraus. Ja. Genau, ja. Ja, also nur mal so, wenn wir hineindenken. So, gibt es zur Evolutionsveranstaltung noch Gedanken, die wir mitteilen möchten? Ich fordere euch auf, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, lasst Ja. euer Licht scheinen. Kommt, zeigt euch, kristallisiert mit. Dieser Ja. Impuls wird Maßstäbe setzen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Wir haben diesmal ein Potpourri an Referenten, das sucht seinesgleichen. Uns ist da wirklich was gelungen. Und ich darf sagen, ich freue mich ganz besonders auf alle, die dort vor Ort sind. Und die Tatsache, dass wir schon ein bisschen früher anfangen und noch mehr da reinpacken können in dieser dritten Veranstaltung, zeigt mir, dass wir absolut auf dem richtigen Weg sind. Lasst Ja. das Licht scheinen, kommt, zeigt euch, kommt online vorbei, zeigt euch, kein Problem. Und ihr werdet so viel dort mitnehmen, das reicht wahrscheinlich für Ewigkeiten aus an Informationen, so würde ich das fast glauben. Ich mag keine Superlative, aber wenn ich mir das angucke, was da kommt, ja, dann wow. Ja. Herr Michael, bist du bei der, wie soll ich es denn formulieren, Kinderveranstaltung auch dabei mit Vortrag? Habe ich keinen Vortrag, nein. Das sage ich dir ganz ehrlich, ich habe einen riesen Respekt davor. Und Ja. ich habe ehrlich gesagt, ja, glaube ich nicht, dass ich die Worte habe dafür. Ja, okay. Das machen die, die sich dazu berufen fühlen. Das haben wir auch so aufgebaut, dass derjenige, der Ja. es tun will, ja, es tun soll. Die kleine Ja. Petition wird dadurch geprägt sein, dass wir Wirkkreise anbieten werden. Ja, dort kann man sich eintragen, dann mitmachen. Das Sehen ohne Augen möchte ich an der Stelle ganz klar machen, klar sagen mit der Jaela, und die hat ihren ganzes Team dabei, wo die Kleinen eben auch begleitet werden, mit dem Geistlicht sehen zu können, nicht mehr mit der physischen Lichtkraft, sondern mit dem geistigen Licht sehen zu können. Das glaubt man manchmal nicht, wenn man darüber spricht, weil wir nicht gewohnt sind, solche Gedanken überhaupt zuzulassen. Ich meine, ich weiß das mittlerweile, weil ich hatte eine Erfahrung in dem Bereich und ich weiß, wie das Ja. ist. Es ist so dermaßen erhebend, wenn man das einmal selber erlebt hat, dann eine Ja, Fähigkeit, um die uns einfach, herum ist ja. mehr als nur das Messbare. So ist es. Genau. Welche Alters-
Größen dürfen denn kommen, Also es würde ich ist sagen. ab 7, ja. Es wird beim Sehen ohne Augen ganz speziell darauf geschaut, ob man schon Vorschule hat. Das liegt nicht daran, dass wir eine Schulpflicht brauchen, sondern es liegt daran, dass einfach bestimmte Symboliken wie Buchstaben erkennbar sein müssen. Und damit man das auch spezifizieren kann, wenn man es dann sieht. Also ab 7, ja, 6 geht auch noch. 6 bis 12 haben wir und 12 aufwärts natürlich auch. Die haben wir dann aber freigestellt, haben wir gesagt, da kannst du dann wählen, bist du bei der großen oder bei der kleinen Volition dabei und das macht dann jeder so, wie er es denkt. Ja, und das ist die gesamte Dauer über, oder? Das geht ab Samstagmorgen los, ja. Und Samstag und der, Sonntag. aber die Kinderveranstaltung läuft auch die Ab ganze Samstag, Zeit parallel parallel, dabei. jawohl. Parallel, Okay, dass wir das nochmal haben. Gibt es was zu essen für einen Falco? wenn der Foodtruck kommt, ist Falco versorgt und der kommt. Ja, nur mal, weil er Das war ja. das letzte Mal richtig krass. Da habe ich echt erlebt, wie einer tatsächlich mal mit Brennnesseln, also die ging ja los und hat dort Wildkräuter gesammelt und hat dann die Smoothies gemacht. Also es war echt der Hammer. Das muss ich mal Ja, reinziehen. Also ja. ist schon was. Und Murat hat schon gefragt, ob er wieder dabei sein darf. Und ich habe natürlich, klar, logisch, kannst du kommen, Ja. klar. Und der wird da sein, der hat seinen silbernen Anhänger da und freut sich auch schon drauf. Wunderbar. Jana, bist du noch da? Jetzt hängt das Bild. Okay, scheinbar hat sich die Verbindung aufgehängt beim Bernhard. Dann würde ich sagen, im Namen von Bernhard und im Namen von mir und im Namen aller Referenten, ich freue mich auf die Volition. 14.04. bis 16.04. Bad Hersfeld, Kirchheim Seepark, live vor Ort oder online im Stream. Volition14.de sind alle Infos zum Anklicken. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, Bernhard, du hörst mich leider nicht mehr.